Nun guckt euch so ein Geturdel an. So, liebe Vogelfreunde, heute habe ich wieder mal eine Entdeckung gemacht. Drüben am Nachbarhaus macht sich ein Grünspecht zu schaffen. Das wollte ich mal zeigen. Und übrigens waren heute sogar zwei Gimbel da, aber da hatte ich keine Kamera zur Hand. Ja, das sucht nun in den Ritzen nach versteckten Insekten. Und nächste Woche soll es ja auch Winter werden. Oh, jetzt ziehen übrigens hier Kraniche drüber. Oder Gänse. Ja, es klingt eher wie Gänse. Also es wird Winter. So, es ist ja selten, dass man hier mal eine ruhige Minute hat. Da erzähle ich euch mal noch was. Ich habe gestern die Mistkästen sauber gemacht. Muss man ja machen, damit die Milben und so weiter sich nicht drin einnisten. Und in einem Kasten war alles bis oben ran voll Laub. Also da vermute ich mal, dass da irgendein kleines Säugetier drin schläft oder sich vorbereitet für den Schlaf. Ja, leider kann ich aber nicht sagen, was es ist, denn ich habe auch nicht drin rumgeschurrt, weil es auch nicht stören, habe gleich wieder zugemacht. Also es kann nur ein Bilch sein, also ich sage Gartenschläfer, Siebenschläfer sowas oder eine Haselmaus. Das wäre natürlich mal irgendwie interessant, aber wie ich das rauskriege, das weiß ich noch nicht. Also jedenfalls ist es ein Meisenkasten mit Kohlmeisen, Schlupfloch, also ein Eichhörnchen kann es nicht sein. Das wäre mal noch interessant, wenn ich das rauskriege, was das ist. So, und heute haben wir noch einen Zaunkönig. Er sucht hier in den Gebüschen und den Restern noch nach Insekten. Ja, dann haben wir mal ein kleines bisschen was anderes heute gesehen. Und dann warten wir mal, was im Winter passiert. Macht's gut, euer Bruder Harry.